Was ich heute gelernt habe, ist nochmal der entscheidende Unterschied zwischen populistischen, autoritären Persönlichkeiten auf der einen Seite und demokratischer Führung auf der anderen Seite. Und das ist die Fähigkeit, sich selber in Frage zu stellen und zu kritisieren. Wir haben, ob das in der Türkei, ob das in Russland, ob das leider in manchen Staaten in Osteuropa der Fall ist, immer mehr die Tendenz, dass die eigene Wahrheit als gegeben, als unumstößlich dargestellt wird. Und das kann nie die Antwort sein in einer demokratischen Gesellschaft, sondern da braucht man immer Debatte, da braucht man immer die Möglichkeit, dass man sich vielleicht selber auch mal irrt.